Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich damals bei meiner alten Sony-Kamera von JPEG auf RAW gewechselt bin, primär wegen den schöneren, weicheren Farbübergängen mit weniger Tonwertabrissen, wegen einem besser kontrollierbaren Bildrauschen, wegen mehr Details, besonders in den dunklen und kontrastarmen Bereichen des Bildes, natürlich mehr Spielraum in der Nachbearbeitung und. Gleichzeitig kann ich mich aber auch daran erinnern, dass ich die Fotos mit dem alten Computer gar nicht öffnen konnte, da das irgendwie 40 Sekunden gedauert hat, bis eine einzige, damals glaube ich, 10-Megapixel-RAW-Datei geöffnet war. Das heißt, ich musste warten, bis ich mir einen neuen Computer leisten konnte. Man kann aber auch nicht leugnen, dass die JPEG-Algorithmen über die letzten Jahre sich deutlich verbessert haben. Einerseits finde ich, ist die Farbwiedergabe deutlich besser oder angenehmer geworden und andererseits auch ist das Bildrauschen nicht mehr so markant. Gleichzeitig werden mehr Details erhalten und ich habe mir dann die Frage gestellt, gerade für Leute, die halt nicht professionell fotografieren, sage ich jetzt einmal, also häufig, ich weiß nicht, was für Aufträge und große Prints haben, lohnt es sich da überhaupt noch im RAW zu fotografieren? Man braucht doch deutlich mehr Speicherplatz, muss die Bilder bearbeiten und so weiter. Und ich habe ein paar Gedanken dazu und auch Testfotos mitgemacht, wo ich RAW und JPEG fotografiert habe und möchte die mit euch zusammen anschauen. Viel Spaß beim Video! Starten wir mal mit ein paar theoretischen Gedanken. Wieso sollte man überhaupt RAW verwenden? Nun, RAW oder RAW auf Deutsch suggeriert ja eigentlich schon, dass das Bild sozusagen aus der Kamera kommt, ohne dass es weiterverarbeitet wurde, wirklich als Rohdateien, die einzelnen Pixel auf die Speicherkarte geschrieben. Darüber kann man sich mittlerweile schon ein bisschen streiten, was da die Kamerahersteller intern noch machen. Aber jedenfalls wichtig ist, es wird nicht verlustbehaftet komprimiert wie ein JPEG-File. Und diese Komprimierung äußert sich unter anderem darin, dass eben Pixel zusammengefasst werden, die einen ähnlichen Farbwert haben. Und dadurch gehen halt Details verloren und man kann diese Pixel, wenn sie einmal zusammengefasst sind und den gleichen Wert erhalten haben, natürlich auch nicht mehr sozusagen separat bearbeiten. Das heißt, spätestens bei der Nachbearbeitung sollte man da Unterschiede sehen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Farbtiefe. Das heißt, die Anzahl an Stufen, die man von komplett schwarz bis komplett weiß hat. JPEGs sind 8-Bit-Dateien. Das heißt, man hat 2 hoch 8 Übergänge von Schwarz auf Weiß. Das entspricht dann 256 Werten. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist manchmal schon limitierend. Und RAW-Dateien haben meistens 14 Bit. Und 14 Bit, 2 hoch 14, das gibt einen Wert über 16.000. Das heißt, man hat hier einfach viel mehr Reserve. Einerseits, wenn man wie ich ab und zu die Belichtung einmal vermasseln sollte. Das sollte aber nicht vorkommen. Oder selbst wenn man alles korrekt belichten möchte, es gibt Situationen, sagen wir ich wollte schon sagen Gänsegeier, einen Gänsesäger im Sonnenlicht. Selbst bei relativ weichem Licht ist der Dynamikumfang zwischen schwarz- und weißen Gefiederpartien sehr, sehr groß. Wenn wir bei der Landschaftsfotografie an einen Sonnenuntergang denken, hat man hier auch einen gewaltigen Dynamikumfang, den unsere Augen relativ gut wahrnehmen können oder wir nehmen das Bild normal wahr. Wenn wir es mit der Kamera aufnehmen, das kennt ihr sicher, dann wirkt es aber nicht so gut. Ein Teil ist einfach zu hell, einer zu dunkel und hier kann man halt im RAW das noch ein bisschen so angleichen, wie wir es auch selbst sehen. Dieser Unterschied in der Farbtiefe, der macht sich aber nicht nur in den Schwarz-Weiß-Werten bemerkbar, sondern halt auch in den Übergängen, denn man hat viel mehr Farben und dann kommt es weniger zu sogenannten Tonwertabrissen, die man vor allem, sagen wir, bei Vogelfotos oder Säugetierfotos im Hintergrund sieht, in einem unscharfen Bereich. Das waren einige Vorteile. Was sind die Nachteile? Nun, als allererstes kommt einem in den Sinn, dass natürlich RAW viel mehr Speicherplatz braucht. Bei meiner R5 ist das ungefähr das Dreifache, zumindest die beste JPEG-Qualität verglichen mit dem RAW, also nicht einem komprimierten, sondern wirklich dem der höchsten RAW-Stufe. Das heißt natürlich einerseits, dass man größere Speicherkarten braucht, das kostet Geld. Ihr braucht aber auch eine größere Festplatte auf dem Computer und die Fotos sollten mindestens zweimal noch gebackupt sein. Das heißt, auch da müsst ihr mehr Geld investieren und das heißt, alles wird dann auf einmal ungefähr 2 bis 3 Mal teurer und das ist ein Rattenschwanz, an den man schon denken sollte.
Zudem müssen die RAW-Fotos natürlich konvertiert werden. Ihr könnt die nicht einfach so auf Facebook posten. Hier denke ich mir, die meisten Leute, die so viel Geld für eine Kamera ausgeben, wie wir Tierfotografen das tun, die werden sich nicht davor scheuen, das Foto schnell zu konvertieren. Meistens möchte man ja doch noch ein bisschen etwas anpassen. Man muss da keine großen Bearbeitungsschritte machen, aber in der Regel ein bisschen Helligkeit, Kontrast, vielleicht Weißabgleich anpassen. Das wird sowieso jeder machen. Was vielleicht wichtiger ist wiederum, ist, dass in der Kamera natürlich die Verarbeitung der Dateien deutlich langsamer ist, als viel größere Dateien sind. Bei den professionelleren Bodies ist das meistens nicht so ein Problem, vor allem wenn man eine schnelle Speicherkarte verwendet. Aber gerade bei Einsteiger-Bodies merkt man halt schon, dass manchmal das Serienbild runtergeht oder zumindest, dass der Puffer schneller erreicht wird. Das heißt, ihr könnt eure, ich weiß nicht, 10 Bilder pro Sekunde machen, aber mit JPEGs könnt ihr vielleicht das über 3, 4 Sekunden lang den Auslöser durchgedrückt haben. Bei RAW kann halt sein, dass dann nach 1,5, 2 Sekunden schon fertig ist und die Kamera sehr langsam wird und dann verpasst ihr potenziell Shots. Das gilt es wirklich zu berücksichtigen. Zu guter Letzt, nicht nur die Kamera wird langsamer, natürlich beanspruchen RAW-Dateien, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, auch euren PC. Mittlerweile sind die Computer deutlich schneller geworden. Das ist jetzt für mich nicht mehr so ein Riesending. Aber gerade wenn ihr eine Kamera mit vielen Megapixeln habt, sagen wir 45, 50, 60 Megapixel, diese Dateien würde ich nicht mit einem 10 Jahre alten Computer bearbeiten wollen. Kommen wir nun zum ersten Beispielbild. Hier ein Landschaftsfoto, das ich letzten Herbst im Kanton Graubünden aufgenommen habe. Und ihr seht schon beim Originalbild, der Dynamikumfang ist relativ groß. Ist auch klar, man hat Bereiche, die noch im Schatten sind, einige sind in der Sonne und es war, ich denke, schon noch ungefähr 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Trotzdem fand ich das Bild gar nicht so schlecht und ich habe die Gelegenheit genutzt, um da eben ein RAW und ein JPEG zu nehmen. Und ihr seht hier im Originalbild ist wirklich das Problem, vor allem der Himmel, der zu hell ist. Man könnte natürlich das Foto dunkler belichten, dann werden wir aber irgendwann Probleme haben, dass wir aus den dunklen Bereichen nichts mehr rauskitzeln können. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe versucht, die beiden Fotos möglichst gleich zu bearbeiten und in Bearbeitungsprogrammen. Also die gehen ganz anders mit JPEG und mit RAW-Fotos um. Das heißt, ich habe nicht die Regelung gleich viel verschoben, sondern ich habe die Regler so verschoben, dass ich ein möglichst identisches oder möglichst ähnliches Endergebnis habe. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Ich denke, das ist einfach der fairste Vergleich. Und wenn wir das nun einmal anschauen, links das JPEG, rechts das RAW, fällt als erstes auf. Im JPEG können wir die hellen Himmelsbereiche einfach nicht mehr wiederherstellen. Die sind ausgebrannt. Die Kamera weiß nicht, dass es da noch kleine Strukturen drin haben sollte mit diesen Schleierwolken. Es hat nicht einmal mehr eine Ahnung, dass das blau war, weil es einfach den höchsten Wert da erreicht hat auf dem Sensor, den Wert 255, sprich pures Weiß. Wenn wir hier ein wenig reinzoomen auf diese Stelle, dann sieht man das noch ein bisschen genauer. Ja, viel gibt es aber hier nicht wirklich zu sehen. Wenn wir noch ein bisschen auf die Details schauen, ein bisschen runtergehen, mehr im Bereich vom See, dann muss ich sagen, steht hier das JPEG dem RAW praktisch in nichts nach. Ich habe sogar das Gefühl, im JPEG sieht man ein bisschen mehr Details. Das wird daran liegen, dass die Kamera einfach nur vielleicht noch etwas mehr Kontrast, noch mehr Feinkontraste, Mikrokontraste reingibt. Das könnte man beim RAW schon auch noch rauskitzeln. Ich wollte es einfach möglichst schnell auf ein ähnliches Level bringen, zum es realistisch machen und nicht noch ewig ja, rumdoktoren an den Dateien. Und was für mich dann interessant war, wie sieht es in den dunklen Bereichen aus? Denn hier musste ich doch schon ein bisschen die Schatten anheben. Und hier muss ich sagen, bin ich positiv überrascht, wie gut sich das JPEG schlägt. Also am besten schaut ihr dieses Beispiel sowieso eher in einer dunklen Umgebung an, sonst werdet ihr hier nicht viel sehen. Und ja, das RAW finde ich, da sieht man wie gesagt, diese Mikrokontraste. Also in den Bereichen, wo es relativ einheitlich dunkel ist, sieht man, finde ich, im RAW, dass noch ein bisschen mehr Potenzial vorhanden ist. Aber das JPEG schlägt sich deutlich besser, als ich dachte. Also kein Vergleich mit Kameras, die ich irgendwie vor 10 Jahren hatte. Wenn man das mit der JPEG-Datei gemacht hätte, da hätte man eine einheitliche braune Fläche gehabt, die etwas gerauscht hätte. Hier bin ich wirklich positiv überrascht. Vor allem da diese 8-Bit-Limit von der JPEG. Ich meine, die ist ja immer noch da, die wurde nicht überwunden. Für so etwas müsste man dann HEIF, dieses High Efficiency Format nehmen. Das heißt, alles in allem, dunkle Bereiche wiederherstellen ist JPEG besser als ich dachte. Die Details
Eben das Foto wurde mit 100 ISO aufgenommen. Einfach die Details in den normalen Tönen auch echt gut. Problematisch wird das halt dann, wenn man wirklich einen hohen Dynamikumfang hat und auch die Lichter herunterziehen möchte. Hier kommt man dann bei JPEG doch relativ schnell mal ans Limit. Hier noch ein zweites Foto, diesmal aus der Tierfotografie. Ich habe hier einen Graureiher fotografiert und die Belichtung etwas vermasselt. Das Foto wurde etwas zu hell. Und auch hier wieder, ich habe in RAW und JPEG aufgenommen und einmal das RAW bearbeitet und einmal das JPEG. Und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dem JPEG wieder links. Wenn wir auf den Reiher ranzoomen, dann seht ihr einfach, dass in den Gesichtspartien, die hellen Bereiche, da sieht man keine Details mehr. Wirklich null. Es ist einfach einheitlich weiß. Wenn man das jetzt weiter runterziehen würde, würde es einheitlich grau werden. Während hingegen im RAW ist nichts ausgebrannt. Also hier haben wir alle Details vorhanden. Wenn man wirklich fein reinzoomt, sieht man, dass die einzelnen Federn sich noch auflösen, so gut wie das halt aufgrund der Aufnahmedistanz geht. Aber man sieht eben, dass noch feine Abstufungen vorhanden sind. Ansonsten, was Bildschärfe und Bildrauschen angeht, dieses Foto wurde nun bei 1250 ISO aufgenommen. Finde ich, sieht man jetzt auch nicht so Tag- und Nachtunterschiede. Was mir noch auffällt, ist, dass auch wieder unten im Bauchbereich das gleiche Muster sich wiederholt. Im RAW sieht man einfach deutlich mehr Details als im JPEG, aber ganz ehrlich, das war eben auch zu erwarten. Alles in allem muss ich sagen, war ich doch positiv überrascht, wie stark sich das JPEG weiterentwickelt hat. Es kommt halt eben an die Limite, dass es nur 8-Bit hat. Hier gäbe es dieses High-Efficiency-Format, das mittlerweile einige Kamerahersteller anbieten. Das Problem ist, das kann nicht auf allen Computern so easy gelesen werden. Das heißt, je nachdem muss das auch zuerst konvertiert werden, bevor man es auf Facebook postet oder per E-Mail schickt. Zudem, wenn man das einsetzt gegenüber JPEG, wie ihr gesehen habt, die Details in JPEG sind wirklich gut. Es ist nur, wenn man in der Nachbearbeitung etwas mehr Raum möchte, gleichzeitig nicht die Größe vom RAW haben möchte. Aber dann braucht man sowieso wieder ein Bildbearbeitungsprogramm. Es ist jetzt halt die Frage, lohnt sich RAW trotzdem noch? Für mich ganz klar ja. Ihr habt das gesehen, es gibt sehr viele Situationen, wo ich einfach froh bin, wenn ich noch etwas rausholen kann. Und was ein bisschen schwieriger zu beschreiben ist, ich finde der Umgang mit den Farben, man hat einfach in RAW hier viel mehr Flexibilität, wenn man irgendwie findet, das Foto ist mir zu bläulich, es ist zu gelblich, irgendwie in den dunklen Bereichen wirkt es zu stark magenta-lastig. Das sind alles so feine Details, die man im RAW relativ easy korrigieren kann, während das im JPEG, zumindest so wie ich mich anstelle, einfach nie wirklich klappt. Zudem darf man auch nicht vergessen, dass sich nicht nur die Engines in den Kameras direkt verbessert haben, auch die RAW-Konverter werden immer besser und es gibt Zusatzprogramme. Also ich habe schon gemerkt, wenn ich ich weiß nicht, Capture One vor 2 Jahren ein Foto bearbeitet habe und mit heute die gleiche RAW-Datei, sehe ich einfach bei der heutigen mehr Details. Ich kann sogar teilweise aus den Lichtern irgendwie noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Und habe vor allem weniger Bildrauschen. Und zum Thema Bildrauschen auch Programme wie Topaz, Denoise oder Sharpen AI, die ich sehr gerne einsetze für gewisse Fotos. Ich habe unten noch einen Link gesetzt, falls ihr das auch einmal probieren möchtet. Die können natürlich auch mit alten RAW-Dateien noch etwas anfangen. Und wer weiß in 2, 3 Jahren, wie viel da noch an alten Fotos gerettet werden kann, die eben etwas unscharf waren, vielleicht etwas zu dunkel belichtet, mit den ISO schon grenzwertig hoch. Und deshalb werde ich weiterhin RAW fotografieren, praktisch für alles. Natürlich müsst ihr das für euch selbst entscheiden, ob ihr sagt, ihr möchtet das vielleicht nur für bestimmte Situationen einsetzen. Wenn ihr ein paar Ferienknipsfotos macht, ist das vielleicht nicht nötig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Handy fotografiere ich auch nicht RAW. Aber ich finde, die Vorteile sind nach wie vor da. Nur in gewissen Situationen schließt sich die Lücke ein bisschen.